Er war einer der weltbesten Slalomfahrer und er war nur einer der Weltbesten, aber er ist jetzt für mich der weltbeste Co-Kommentator bei Weltcup-Skirennen. Es gibt Menschen, die schauen nur mehr diese Skirennen an wegen ihm. Mhm, ich? Ja. Und es ist für mich unverständlich, warum er nicht schon längst die Millionenshow moderiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist Thomas Sikora. Raus! Thomas, Henrik Christoffersen ist in bestechender Form. Stimmt, ja. Hätte man das gedacht? Eigentlich war er doch schon fast weg vom Fenster und jetzt 2 Siege hintereinander. Der hat sie rausgeholt aus dem Tief, ja. Er hat sich vom Hirsch aber ein bisschen was sagen lassen. Die haben ja sich große Duelle geliefert. Genau. Und ja, Christoffersen wirkt aber immer als der Ehrgeizigste. Er ärgert sich sehr, wenn er Dritter oder Vierter wird, schmeißt mit den Stöcken herum. Würdest du sagen, dass Christoffersen sozusagen der emotionalste Slalomläufer ist? Auf alle Fälle, ja. Also er ist derjenige, der am Start schon seinen Raum braucht. Und wenn es unten im Ziel nicht geklappt hat, ist besser, man geht auf die Seite. Aber das Lustige ist, mein Sohn ist der absolute Fan von ihm, weil er sagt, der ist wenigstens ehrlich. Ja. Wenn er sich ärgert, ärgert er sich. Und wenn er sich freut, nicht freut so verlogen wie all die anderen. Apropos, darf ich dir kurz was zu trinken geben? Ja. Ja. Magst du was trinken? Nein, niemand meint. Du darfst ja nicht mehr aktiv. Aber genau. Lass mich kurz Christoffersen sozusagen das emotionale Kraftmittel. Warst du als aktiver Skirennläufer, du wirkst sehr ruhig, eigentlich sehr gelassen, nicht aggressiv. Oder hast du dich damals, als du noch aktiver Skirennläufer warst, auch gepusht und warst sozusagen gefährlich für deine... Warst du ein Hater oder ein Skater? Nein, ich war nicht so ehrlich wie er. Ich habe dann erst im Hotelzimmer meinen Frust losgelassen. Wirklich? Gab es Hotelzimmer, die du verwüstet hast? Einmal habe ich einen Schlapfen gegen die Wand gehaut. Das war in Amerika, da sind die Wände nicht so stabil gebaut. Da war dann so ein Lochal drinnen. aber wir sind eine Stunde später ausgezogen. war das nicht, korrigiere mich, wenn das falsch ist, ist es auch vielleicht ein doofes Klischee, aber mein Gefühl ist, dass du intelligenter bist, dass du irgendwie der gescheiteste Skifahrer bist von allen. Das ist wieder das übliche Geschleime von Herrn Stermann. Nein, das ist kein Geschleime, das ist eine ernsthafte Frage. Du kennst ja keine anderen. Ich habe das Gefühl, dass du dich für mehr Sachen interessierst, als du die herkömmlichen Skifahrer. Kann das sein oder... Nein. Ist das völliger Quatsch? Bist du genauso deppert? Genau. Wie wir alle. Ja, genau. Okay, ja, nein, ist Gott sei Dank. Nein, aber was auffällig ist, und da unterscheidest du dich wirklich von den anderen, und ich sehe wirklich viele Skirennen, auch Slaloms, du kannst, und deine Einschätzung ist fast immer richtig, wenn jemand, du sagst es oft, ui, da war er jetzt 50 Zentimeter von der Stange entfernt, das wird sich auswirken bei der nächsten Zwischenzeit, er wird etwa 2 Zehntel verloren haben, und es stimmt. Deine Fehlerquote ist relativ gering. Würdest du das auch so sehen? Ich hoffe, dass so ist, ja. Also ich versuche einfach, nicht auf die Zwischenzeit zu warten und mich, ich glaube, ich traue mich etwas vorher zu sagen. Ja. Und wenn es klappt, dann freue ich mich genauso, wie wenn ich ein Rennen gewonnen habe früher. Wie viele Rennen hast du eigentlich gewonnen? 9, ist aber schon lange her. Das ist sehr viel. 9 ist sehr viel. Ja, es ist aber auch nicht wahnsinnig viel. Es ist nicht wahnsinnig viel. Für mich wäre es total okay. Eben. Das wollte ich gerade fragen. Du bist Niederösterreicher, ich bin im Bezirk Scheibs sehr oft. Und im Bezirk Scheibs bist du so eine Art Mischung aus Gott und Jesus gleichzeitig. Wirklich? Ja, er ist doch dein Superstar. Ja, so viele berühmte Scheibster wird es nicht geben, ne? Na. Ja, einen, Sikora. Na, und einen Hupsi Kramer. Hupsi Kramer kommt auch aus Scheibster. Ja, genau. Du bist ja eigentlich sehr groß gewachsen für einen Slalomfahrer, zu oder? Zu groß eigentlich. Ja. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es gibt ja den Alex Popov zum Beispiel, der ist ja nur 1,60 oder was. Und dann gibt es wieder wirklich große Slalom. Gibt es sozusagen die richtige körperliche Figur für den Slalomsport? Also... Zu groß, da muss man gut und viel Gleichgewicht trainieren, weil mit den kurzen Skiern, vor allem jetzt, ich habe ja nur das Glück gehabt, dass ich früher längere Ski gefahren bin, da war es leichter. Ja. Die Größe ist ein Vorteil, wenn man es im Griff hat, so wie zum Beispiel Noel, wenn er nicht gerade in Garmisch am Start steht, sondern bei Olympia. Und die Kleinen haben es dann oft dann doch leichter, vor allem je schwerer die Hänge werden. Ja, Hirscher zum Beispiel ist ja relativ klein, ja. Ne? Relativ klein, sehr stämmig. Und muskulös. Sehr muskulös, ja. Ja, genau. Stämmig heißt doch eher Blatt. Oder? Nein, nein. Ist er ja nicht. Nein, ist er überhaupt nicht. Entschuldige. Nein, gar nicht. Nein, aber der hat, glaube ich, die klassische gute Slalomfigur. Deine Frau kommt doch aus Bad Reichenhall, oder? Richtig, ja. Könntest du nicht den Deutschen, weil ich habe jetzt nämlich gestern, glaube ich, oder vorgestern gesehen, Felix Neureuther, der interviewt wurde nach irgendeinem Rennen und gesagt hat,
ganz ehrlich, der deutsche Skisport liegt komplett da nieder. Könntest du denen nicht helfen über deine Frau? Den Teufel wird er tun. Wir wollen ja, dass die Österreicher... Na, weiß ich nicht, aber... Meine Frau war... Also ich habe sie auf der Skipiste kennengelernt, in Cortina. Die war Physiotherapeutin bei den österreichischen Damen. Dorfmeister, Götzschl. Das war eine Deutsche? Ja, ja, genau. Sie hat sich aber auch beim Deutschen Skiverband beworben. Die haben sie nicht genommen, weil sie zu jung war, haben sie gesagt. Deppert. So ist sie aber zu den Österreicherinnen gekommen. Wie darf man das vorstellen? Auf der Skipiste kennengelernt, beim Schlepplift abgeschleppt? Beim oder wie? Nein, es war Sessellift, ja. Ah, und zufällig in dem gleichen Sessellift? Ja, sie hat mich gefragt, fast mit mir rauf am Berg. Und warum? Ich hätte eigentlich, habe ich mich auch gefragt, ja. Ich hätte eigentlich mit Andi Felber rauffahren sollen. Der war aber immer so langsam. Nicht? Und jetzt habe ich mir gedacht, dann habe ich ihn die angeschaut und mir gedacht, ja, fahre ich doch mit. Ja. Ja, verstehe ich. Aber sie hat nicht gemerkt, dass sie. Also, sie hat mich eigentlich erst später dann richtig kennengelernt. Und es war nicht einprägend für sie. Ne? Okay. Und wie war das für Sie dann im Bezirk Scheibs? Spannend. Ja? Ja. Stimmt es eigentlich, lieber Thomas, dass dir, nachdem du diese wahnsinnigen Verletzungen gehabt hast, dass dir Doping angeboten wurde? Also, die Geschichte war so, dass man mir gesagt hat, dass das helfen würde, dass die Sehne besser zusammenwächst. Ja. Aber Schwachsinn. Also so hast du es abgelehnt? Ja, ja. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn wer sagt, dass die Sehne schneller zusammenwächst, die Muskeln wachsen ja. Und das Problem der Patellasehne, die mir gerissen ist, ich bin ja 12-mal operiert, ist... 12-mal an der gleichen Stelle operiert? Genau, und dass der Muskelzug auf die Sehne dann so stark wird, dass die Sehne wieder reißt. Ja. Thomas, wenn du jetzt das 10. Mal an der gleichen Stelle operiert wirst... Nein, es waren dann so kleine Operationen dazwischen. Ist aber hast gerissen. Du da nicht irgendwann mal das Gefühl, auch damals dann schon gehabt, dass du denkst dir, es reicht... Ich mag nicht mehr, weil ich finde das arge bei euch Skifahrern auch, dass ihr immer weitermacht, solange es noch irgendwie geht. Jetzt denkt man sich über dich auch. Ja, aber ohne Operation schon. Nein, ich habe eh aufgehört. Hätte ja eh aufgehört. Ja, aber dann irgendwann. Ja, ja, sicher. Also im Krankenhaus zu sagen, man hört auf, ist... Also es ist eine Frage der Ehre. Ja, nicht eine Frage der Ehre, es war eine Frage des Herzens. Frage ja. des Herzens. Und das Glück war das, dass ich, wenn die damals gesagt hätte, ich höre auf, hätte ich keine Therapie mehr gemacht. Nicht? Und so habe ich Therapie gemacht, wie ein Spitzensportler trainiert, habe so 5-6 Stunden oft am Tag an meinem Knie gearbeitet und an meinen Muskeln. Und das hat mich dann schon so weit gebracht, dass ich jetzt schmerzfrei bin. Ich war es aber nicht mehr beim Skifahren, weil das war zu viel fürs Knie. Ja. Ja, damals waren wir ein starkes Wahnsinn. Team. Wir sind auch heute wieder stark, oder? Genau. Oder? Ja, eindeutig, ja. Ich meine, es ist ja so, dass wir alle so verwöhnt sind von Marcel Hirscher, ne? Ja. Der alles gewonnen hat. Weil ja, deshalb habe ich wahrscheinlich auch immer recht gehabt. Weil wenn Hirscher gefahren ist, habe ich einfach gesagt, der ist schneller als die anderen. Aber schon bei Hermann Mayer waren wir auch richtig, schon sehr. Wir sind grundsätzlich sehr verwöhnt. Hast du mit russischen Fahrern, waren die damals irgendwie im Feld, als du gefahren bist? Gab es da irgendwelche Russen, die ernst zu nehmen waren? Nein, es ist erst der Alexander Horoschilow gewesen. Oder nach wie vor, im Weltcup ist. Aber der ist eine Generation nach mir oder zwei. Findest du das eigentlich richtig jetzt, dass der Sport in diese Politik reingezogen wird? Weil man liest jetzt jeden Tag nur noch Fußballmannschaften, alle möglichen Sportler werden auch Teil dieser Kritik an Russland, an dem Krieg, können nicht mehr teilnehmen, werden suspendiert. Findest du das gut oder schlecht? Grundsätzlich finde ich es gut, weil wenn man diese Sachen weiß oder was passiert ist damals in Sotschi, da gibt es ja eigene Dokumentation, wo der russische Staat in die Dopinglabore eingebrochen ist und da Sachen rausgetauscht hat, damit sie russische Siege haben, dann weiß man, wie wichtig es Putin und dem russischen Staat ist, dass sie erfolgreich sind. Und so gesehen finde ich es gut, dass man da Sanktionen setzt. Ein schönes Zitat von dir ist, du sagst, die Freiheit als Sportler kommt dann, wenn man weiß, dass man Rennen gewinnen kann. Was, deiner Meinung nach, treibt die ewig Erfolglosen an? Wie kann man sich motivieren, wenn man ständig vielleicht unter die ersten 30 kommt, aber nie die Top 10 erreicht? Und da gibt es ja einige in diesem Sport. Erfolg ist eine Geschichte, die man selber definiert. Ja? Also es gibt zum Beispiel jetzt einen Spanier, der dreimal in die Top 10 gefahren ist. Ja. Und für den ist das genauso viel wert wie
jemand, der wie Christoffersen, der da zweimal gewinnt. Also der fährt gleich glücklich von Garmisch heim. Ja. Und natürlich hat man immer das im Blick, was man erreichen will. Mhm. Und das ordnet jeder selber ein. Und es wäre ja ganz komisch, wenn nur die Gewinner fahren würden. Ja, sehr interessant ist auch, dass du natürlich nicht nur in der Kommentatorenbox sitzt, sondern mit der Helmkamera, und diese Fahrten von dir sind ja mittlerweile auch Legende, immer noch dich diesen Pisten stellst. So ganz ungefährlich ist das mit der Helmkamera nicht, wie wir an diesem Ausschnitt erkennen können. Ja, der Tom ist hier bei uns schwer angeschlagen. Zunächst einmal, wo hat es sich denn überall erwischt? Ja, Zahn ist abgeschlagen und da, glaube ich, gehört ich genäht. Hat man am Kinn? Am Kinn hat der Doktor gesagt, die Lippe wird ein bisschen dick werden. Jetzt fahre ich geschwind in die Praxis nach Wengen, da werde ich einen Stichel kriegen und hoffentlich dann die Zähne reparieren und dann nach Kitzbühel. Schmerzen jetzt? Doch, ja. Wie ist passiert? Ja, mir hat es Stangen so hergeschlagen auf den Mund und die ist retour geschnallt. Und fährst du jetzt, ohne Bügel auch? Oder? Ja, ja, ab Kitzbühel mit. Okay. Oh Gott. Alles wieder gut? Alles bestens, ja. Guten Zahnarzt gehabt, ja. Und Scheibs? Nein, nein. Deine Tochter Clara ist auch Hochreiter. Genau, die fährt jetzt bei den Beim Paraski-Bewerben ist sie als Guide für sehbehinderte Skifahrerinnen unterwegs. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Meine Tochter sagt ihr das an, ja, den Rhythmus und alles. Sie sagt das an. Ja, meine Funkverbindung vom Helm zu Helm. Ja. Aber es fühlt sie nicht auch irgendwie sozusagen den Windschatten oder ja, das? Ich glaube, also das, was ich von der Clara gehört habe, ist, dass sie ganz leichte Schatten sieht. Du bist Co-Kommentator, gefeierter Co-Kommentator. Muss man sich da auch in einem Casting stellen? Gibt es da viele Ex-Skirennläufer, die sozusagen vor der Läufsport dem Redakteur also antanzen müssen und sozusagen ihre Kommentatorenfähigkeiten beweisen müssen? Und dann wird ausgewählt, ja, der Sikora kriegt's? Bei mir war es anders. Also bei mir war es so, ich bin damals mit der schweren Verletzung Sport am Sonntag oder war es nur Sport am Montag? Ja. Ich weiß es nicht genau. gesessen und der Mario Matti ist so schnell in Wengen gefahren, da ist es gerade sein Stern aufgegangen und ich war verletzt und dann hat man mich gefragt, warum fährt der so gut und andere nicht so schnell und ich habe das erzählt und Elmar Oberhauser hat mich sozusagen entdeckt. Ja. Der hat mich nachher angerufen und hat gesagt, Thomas, ich habe das verstanden, was du da gesagt hast und ich habe gesagt, schön Elmar. hat er gemeint, ich möchte, dass du in deiner Verletzungspause für uns kommentierst und das war der Anfang. Ich habe schon als Verletzter Skirennen kommentiert, also Experte. Also ist der ORF sowas wie eine Trafik für Leute, die eine andere Verletzung haben? Gut, das war die Abschlussfrage von Herrn Stermann.